Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Overwatch Ranked mit mir, den Simon. In der letzten Folge haben wir Mercy gespielt auf King's Row auf der Weihnachtsmap, was mega cool war. Vor allem, weil wir King's Row, glaube ich, selten mehr bringen, obwohl ich glaube, die letzte Folge war auch King's Row, also die davor, vor der Mercy-Folge. Aber ich glaube, im Durchschnitt bringen wir King's Row ein bisschen weniger, ein bisschen seltener. In dieser Folge habe ich vor, Senyata zu spielen. Ich habe sogar den Weihnachtsskin, den benutze ich ja, den Nussknacker. Hoffentlich kriegen wir Hanamura. Das wäre natürlich ultra cool. Dann spiele ich vielleicht sogar Symmetra. Keine Ahnung, müssen wir mal schauen. Hanamura ist halt die Weihnachtsmap, ist halt so einfach meine Lieblingsmap. Hanamura in der Weihnachtsedition ist meine Lieblingsmap. Ich würde sagen, wir sehen uns wie immer im Match. Bis gleich. Da sind wir wieder. Wir spielen auf der unfassbar weihnachtlichen Map Route 66. Nicht ganz so wirklich. Aber ich glaube, eine gute Map für Senyata auf jeden Fall. Weil sie doch sehr straightforward. Also die ist halt nicht so unfassbar verwinkelt. Die Gegner können nicht von allen Seiten kommen. Nicht so wirklich. Und das ist, glaube ich, gut für Senyata, weil er mit seinen Sniper-Fähigkeiten schon gerne hinten steht und schon gerne in eine Richtung halt ballert. Und wenn die von allen Richtungen kommen können, dann ist natürlich mies. Eiffel, schreibt er. Und hat Reinhardt gepickt. Reinhardt. Wir haben auch eine Moira, was gut ist. Komplett ohne Mercy ist natürlich interessant. Aber Moira ist, glaube ich, auch sehr beliebt im Moment, ne? In Verteidigung Winston. Kann man machen eigentlich. By the way, ich weiß, dass es den ultra coolen Orisa-Emote gibt. Einen legendären Emote hat Orisa bekommen, so wie Saria damals einen bekommen hat. Und diesmal macht sie sogar auch ein Geschenk auf, tatsächlicherweise. Und da ist so ein kleiner Hund drin. Das ist mega cool. Ich habe mir den gerade angeguckt. Ich muss ihn euch nach der Aufnahme, muss ich mich nochmal dran erinnern. Nach der Aufnahme, nach dem Match muss ich mich daran erinnern, euch den zu zeigen. Muss ich echt sagen, wie mache ich das? Wie erinnere ich mich daran? Keine Ahnung. Hoffen wir einfach mal. Sorry, falls das nicht der Fall sein wird. Hallo. Dieses Treten ist immer noch so cool. Bam, in die Fresse. In die Fresse. Das sieht richtig hässlich aus. Er hat einen coolen Skin. Der hat meinen Lieblingsskin für Reinhardt. Also mein, nicht mein Lieblingsskin, aber schon den Skin, den ich habe. In Schwarz ist der auch sehr cool. In Rot ist der aber auch ziemlich, ziemlich nice. Wir bleiben hier oben scheinbar stehen und warten auf die Gegner. Von hier kann ich kann durch das Reinhardt-Schild halt mega profitieren. Oh mein Gott. Upsala. Das ist jetzt aber sehr blöd. Ich bin runtergefallen. No. Ach du Scheiße. Scheiße, scheiße, Alter. Oh Gott, ich kann da auch nicht mehr machen, als er jetzt hinballern. Ach, da ist er. Scheiße, der hat das Schild dann noch richtig zur rechten Zeit hingemacht. Oh nein, die machen diese typische Bastion-Taktik. Wer kennt sie nicht? Einfach die sich einbunkern und dann mit Bastion ballern. Wahrscheinlich wird das von unserem Team sogar noch übernommen. Scheiße, dass ich da oben nicht mehr... Oh, ich bin da runtergefallen. Das war richtig bad. Fuck. Die kriegt gerade mega auf die Fresse, die... unser Junkrat. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, wir müssen den da runterbekommen. Alter, der One-Shot. Wir haben einen. Wir können versuchen. Ah, wir haben gerade fast. Wir haben ziemlich viel Ulti gemacht, ne? 82%. Anders hätte ich vielleicht Ender genommen. Wegen der Combo. Aber der. Lol, was macht denn unser Reinhardt? Irgendwie ist er nur so am Chillen. Warum haben wir nur einen Tank? Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott.
Oh Gott. Escape, Senyata. Ist der immer noch hinter mir? Nee, ne? Alter Schwede, das läuft gerade gar nicht. Huh. Unser Team ist auch irgendwo. Wir haben 5 Minuten. Wir haben noch nicht einmal eine Verteidigung zusammenbekommen. Ich bin auch überhaupt nicht da, wo ich eigentlich sein sollte. Der ist tot. Wir haben jetzt nur mit der Ulti den da runterbekommen. Nur mit... Unsere einzige Chance ist irgendwie Hanzo-Ulti. Nur mit den kriegen wir irgendwie den da runter. Den Bastion. Ey, ich kann aber gerade gar nichts machen. Weil ich halt nie meine Leute aussehe, weil wir so unfassbar verteilt sind. Ich kann halt nie einfach mal ein bisschen ballern. Wird mir jetzt schon nett, wenn ich das mal könnte. Oh, wow. Okay, den haben wir. Oh Gott. Oh Gott. Action. Okay, jetzt haben wir mal so ein bisschen Gegenwehr gezeigt. So ganz klein wenig. Alter, lol. Da habe ich geheadshottet. Ich werde ja sehr gut geheilt. Obwohl ich ja eigentlich gar nicht so unfassbar Heilung brauche. Ich habe aber Ulti. Ich balle einfach ein bisschen. Oh Gott. Das ist nicht sehr cool. Ach du Scheiße. Ja, ich gehe dem mal hinterher, weil ich den heilen will. Kann ich den bitte heilen? Einfach nur, um sie aufzuhalten. I guess. Die haben da hinten noch eine Mercy. Ist sie gestorben? Jetzt ist sie tot. Nein! Ich habe die Mercy gekillt. Jetzt ging's eigentlich. Jetzt ging's eigentlich. Ich konnte jetzt heilen und Schaden machen. Da konnte ich jetzt noch ein bisschen schon was machen, auf jeden Fall. Okay, wir müssen uns aber wieder groupen. Sie sind halt jetzt nicht mehr auf der Fracht, deshalb ist Bastion nicht mehr so sinnvoll. Ich kann halt echt ein bisschen mehr ballern und habe jetzt auch sehr viel Heilung machen können, tatsächlich. Oh Gott, ja, da bin ich voll reingesprungen. Das war scheiße. Oh Gott, der muss aufpassen, dass er da nicht irgendwie... Ja, unsere Moira kann jetzt auch sehr gut heilen. Die hat mich sogar jetzt gerade eingeholt. Aber unser Roadhog hat noch gar nicht irgendwie... Oder der Roadhog hat mich eingeholt, das kann nicht sein. Glaube ich aber nicht. Oh Gott. Stirb doch! Oh, er wird geheilt sogar. Oh Gott. Ja, jetzt haben sie... Das haben sie. Hoi, 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 hoi. Okay, wir sind noch da, aber... Alter. Holy shit, wie konnte der denn durchballern? So, wie konnte der so hart durchballern? Ja, jetzt haben sie es geschafft. Hm. Punktestand, Team wurde ausgelöscht. Das ist der Punktestand, was? Athena, bist du betrunken? Ja. Tja, das war klar. First Big Bastion. Ja, mit einer Mercy wären wir natürlich besser unterwegs, aber wie gesagt, ich bin ja jetzt nicht der... Für die Aufnahmen will ich ja jetzt nicht nur einen Helden spielen. Deshalb werde ich das nicht tun, auch wenn wir mit Mercy bestimmt besser unterwegs wären. Aber ich könnte eine Ana spielen. Ana kann halt... Laura ist halt echt ein bisschen Troll. Warum? Erstmal beleidigen ist aber auch richtig dumm. Die Combo ist halt nicht so wirklich da. Unser Team hasst sich gegenseitig, das ist nicht sehr gut.
bei solchen Helden, also ich glaube, die Taktik machen wir jetzt nicht. Wir haben halt... Ja, wir haben keinen... Wir haben keinen Reiner, deshalb spiele ich nicht Enna. Wir haben überhaupt nichts, ehrlich gesagt. Wie soll der Besten beschützt werden? Wir haben keine Orisa. Wir haben keinen einzigen Tank. Aber ein Bestchen. Das wird nicht funktionieren. Ist das scheiße, dass ich unser Team hasst? Warum? Er schreibt nur noch Fuck auf. Ja, aber wenn einer trollt und du trollst, dann ist halt... Wenn einer trollt, das könnte man vielleicht noch irgendwie kompensieren. Oh ja, okay, er hat sogar... Er wollte nur zeigen, wie dumm er ist. LOL, guck mal, wie die einfach versuchen, dass wir nicht draufkommen. Krasser Scheiß. Das Einzige, was sie versuchen, ist, dass wir nicht draufkommen. Aber wir haben ihn dadurch töten können jetzt. Okay, so, der kriegt auf jeden Fall jetzt meine Sphäre, weil der ist einfach wichtig. Okay. Ach komm. Was war das denn jetzt? Jetzt kommen die von hinten. Unser Bestchen ist tot. Tja, wir sind um die Ecke gekommen und wir haben jetzt sogar noch den Reinhardt bekommen. Ah, der ist dadurch gestorben. Ich glaube schon, dass der Cloud ganz gut ist, auch wenn er sehr schlecht, sehr spastimäßig geschrieben hat. Aber er hat ja letzten Endes dann doch den richtigen Pick genommen. Man müsste irgendwie die Mercy da rausbekommen. Ha! Lol. Die Ulti, nice. Okay. Die Bestien-Taktik haben wir aufgegeben. Nee, wir haben noch ein Bestien. Okay. Oh, der hat den Winterskin. Ach komm. Als wenn. Oh. Ich lebe. Jawoll. Jawoll. Ich meine, der hat nicht so gut geklappt wie bei denen, aber 2 Minuten. Okay, okay. Ich sehe Chancen. Da war gerade einer noch, oder? Oh, die Mercy, lol, was machen die denn? Die sind scheinbar nicht so gut. Scheinbar haben die einfach echt ein bisschen Scheiße gebaut. Ja, ist okay. Ich habe meine Ulti. Das ist eigentlich ganz gut, meine Ulti, wenn ich die... Okay. Ach komm. Ey, was eine Scheiße. Leute, ich habe die bekommen durch Luck. Oh, unser Bestchen. Oh, nö. Oh, der will mich. Ja, ich kann nicht so viele Schläge aushalten. Ist er tot? Ja. Der Bestchen ist wieder auf der Wacht. Diese Bestchen-Taktik, ne? Aber mein Team kommt auch relativ ohne mich zurecht, obwohl ich meiste Heilung habe. Leute, krass. Ich mache sogar relativ viel Schaden tatsächlich. Also, sie klappt schon, unsere Bestchen-Taktik. Ja, ihr braucht Heilung, ich weiß. Wo ich ein Gold wieder? Nee. Die versuchen halt unbedingt den Bestchen rauszukriegen. Aber dadurch sterben sie halt ultra krass, weil sie YOLO reingehen. Die gehen ultra YOLO rein. Das ist halt niemals schlau. Krass, 4 Minuten. Nächste. Okay. Ich habe halt auch noch Ulti. Wieder. Letztes Mal habe ich sie ein bisschen verschwendet, aber jetzt, wenn ich so gut reingehe...
Nice, er ist untergefallen. Jetzt hat er ein Problem. Okay. Einfach nur, um sicher zu gehen. Wenn wir jetzt reingehen können, nice. Nice, nice, nice. Guck mal. Da war es sogar ganz gut, meine Ulti. Oh, scheiße. Ich kann echt sehr gut heilen. Weißt du? Im Moment. Oh Gott. Lol. Komm gleich weg. Danke. Ja, wir sollten uns einmal wieder gruppen, zusammenkommen. Wir sind der Name Ziel tatsächlich. Kann der da bitte zurückkommen? Der da oben ist irgendwie ein bisschen fehlplatziert. Der sollte, der wird halt sterben. Das war irgendwie dumm. Ich habe ihm gesagt, dass er zurückkommen soll, wa? Ich habe es ihm gesagt. Oh, nice. Ach, komm. Ach, was? Oh, Mann, shit, der hat mich... Oh, lol, und die töten jetzt alle. Oh, nice, er wurde geheilt. Das war übel gut, ey. Er hat sich einfach aufgestellt und hat sich darauf verlassen, dass er irgendwie überlebt. Und das war genau die richtige Aktion. Aber jetzt müssen wir die Fracht doch ranschieben. Wir haben doch alle gekillt. Alter, warum geht er denn so aggressiv rein mit seiner Ulti? Er muss eigentlich hinter uns stehen. Und dann uns heilen halt mit seiner Ulti. Das ist eigentlich so die Idee, oder nicht? Okay, nice. Wir können vielleicht sogar... Alter, als wenn. 1,33, so wie sie. Sterb! Oh Gott! Ich brauche Ulti! Ich brauche Ulti! Komm, gib mir Ulti! Okay, jetzt haben wir's. Ich muss nur hier stehen bleiben. Merci. Oh Gott, Alter. Was für ein Chaos. Okay, wir haben eine Minute. Die haben eine Minute 33. Die waren schon besser, aber... Ich hätte nicht gedacht, dass wir tatsächlich noch so reinhauen. Ich könnte was machen in der zweiten Runde tatsächlich. Ja. Unsere beste Taktik hat auch irgendwie funktioniert. Mega seltsam. Keine Ahnung, was pickt man gegen Bastion, ne? Die haben halt richtig... Am Anfang haben sie halt richtig scheiße gebaut und haben immer versucht, richtig reinzugehen. Also, dass irgendwie der Rotok oder der, Reinhard irgendwie ganz alleine versuchen, den Bastion rauszunehmen. Aber der wird halt geheilt, ne? Und das halt dann funktioniert. Der Torbjörn-Typ hat auch gewechselt. Glücklicherweise. Also von daher sind wir ein solid Team. Ja, sind wir. Der Cloud hat auch sehr gut gespielt. Der hat echt sehr gut gespielt, der Typ. Der ist schon nicht schlecht, auch wenn er geflamed hat. Konnte man schon immer hier hinter? War das nicht mal, dass hier eine Blockade war und man hier nicht hinter konnte? Guck mal, hier ist sogar noch eine Blockade. Oder? Ich hatte... Man konnte doch nicht... Guck mal, hier bin ich manchmal irgendwie... Das war doch mal so, dass man hier nicht hinter kann, oder? War das nicht mal so? Ich bin verwirrt. Oder nur mit Helden, die zu fett sind. Das wäre witzig. Aber ich... Nee, nee, das glaube ich nicht. Ich spiele ja meistens keine fetten Helden, außer Reinhard. Und jetzt versuchen sie es diesmal nicht auf die Taktik. Sie haben schon einen rausgenommen. Das war sehr gut von denen. Und die nehmen noch einen raus. Wir sind richtig am Arsch. Wir sollten uns vielleicht sogar... einfach Bestchen picken. Oh Gott. Ja, ich werde hinten bleiben. Ich konnte ein bisschen vorne, ein bisschen... Ah, deren YOLO-Taktik geht echt aus. Ah, der Bastion. Zu viel Damage. Ich habe zu viel Damage bekommen. Oh, meine Heilung bin ich gar nicht mehr bester.
45% Ulti. Oh lol, wie der gewone-shot wurde. Wir sterben gerade sehr hart. Ah, Mann, wie lame. Und der Genji hat keine Ulti, glaube ich nicht. Ja komm, Randchargen. Die Verlängerung ausgelöst. Ah, das reicht aber nicht. Wie lame. Ich konnte nicht mal irgendwas versuchen. Der gegnerische Bastion hat ihn einfach komplett fertig gemacht. Ja, wir müssen jetzt noch weiter vorne verteidigen. What are you doing? Ja, warte, was er zum Schluss getan hat, ist ja wohl klar. Er hat halt versucht, Verlängerung auszulösen. Der Typ nervt langsam. Der spielt zwar gut, aber ist halt, keine Ahnung, einfach ein nerviger Typ. Ja, die haben circa gleich viel Zeit, aber wir müssen jetzt noch weiter vorne verteidigen. Teile deine Gedanken mit mir, mein Freund. Tja, hier oben verteidigen können wir diesmal nicht. Hier müssen wir verteidigen. Ah, hier um die Ecke geht ja sogar einigermaßen. Können wir irgendwie stallen? Da oben? Wollen die echt da oben verteidigen? Ja, warte, aber dann ist doch keiner bei der Fracht, Alter. Wir müssen doch schon hier verteidigen irgendwie, oder? Ich glaube, die laufen uns einfach komplett durch, wenn wir nicht hier unten verteidigen. Scheinbar wollen sie da verteidigen. Was, ich kann da nicht viel gegen machen. Die haben schon einen gekillt. Das ist nice. Das ist echt nice. Der wurde einfach wiederbelebt. Oh ja, die haben ja Mercy. Tja, wir brauchen die Leute, die da unten chillen. Er ist nicht weggekommen, nice. Nice. Okay. Wenn die jetzt alle zurückkommen. Okay. Das ist stark. Das ist sehr stark. Nice, die killen noch einen. Jetzt haben sie Panik. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Oh. Nice. Ja, ich hab ihn bekommen. Nice, Alter. Das funktioniert übel gut. Wir hier oben, die da unten. Ich hab fast Ulti. Jemand, hol die Ulti und geh hinten runter. Hol die Ulti, hol die Ulti. Ich hab Ulti, aber jetzt brauche ich noch nicht. Okay. Wir haben Sombra. Oh oh. Nein, der Mercy Ulti. Ich bin fast tot. Sind wir noch da? Nee, nicht wirklich. Ist das unsere? Nein, das ist deren alles. Selbstzerstörung? Wir haben das Ding kaputt gemacht, wow. Das haben die. Oh mein Gott, nein, wie sad. Wir haben es fast geschafft, Alter. Wie knapp, ey. Wie knapp, ey. Ich habe meine Ulti, glaube ich, war, glaube ich, dumm. Ich habe sie, glaube ich, zu früh gemacht. Was, beste Highlight des Spiels. Lol. Alter, konnte der durchballern. Darauf hat der jetzt einfach übel nicht reagiert, auf hab ich im Visier. Was? Ich stehe da? Wow. Ja, unser Heiler, ne? Schade, ey. Das war zum Schluss, ey, habe ich echt dran gedacht, dass wir es schaffen. Also,
die haben echt verkackt zum Schluss und dann haben sie aber doch noch sind sie nachgekommen. Wir durften halt eigentlich nicht sterben, dass der Junkrat da gestorben war, ne? Oh, der war so früh gestorben in dem Fight. Bevor der Fight überhaupt richtig losging, ist er leider gestorben. Und die hatten dann noch die Mercy Ulti, um auch Leute wieder zu beleben und alles, ne? Das war halt echt hart, dass die Mercy Ulti dann noch hatten. Ich glaube, das hat uns am meisten gefickt, die Mercy Ulti. Zum Schluss. Ja. Ich habe meine Ulti hätte ich vielleicht noch ein bisschen aufsparen können, aber ich habe die eigentlich schon gar nicht mehr so schlecht gezündet. Ich habe sie halt vorher gezündet, bevor der Fight richtig passiert ist, ne? Ja, war ein guter Versuch, ey. War aber ein gutes Match, ey. Ohne Scheiß. War ein gutes Match. Hat Spaß gemacht. Schon wieder so eine ultra lange Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.